Jetzt kommen wir erstmal zu zwei jungen, sehr talentierten Schauspielern. Die eine junge Frau war schon mal bei uns zu Gast. Kennen Sie vielleicht auch aus dem Film. Und der andere junge Mann hat ganz viele Preise gewonnen. Und zwar in Gold. Ja? Und jetzt sind Sie beide hier. Herzlich willkommen, Nora Tschirner und Matthias Schweighöfer. Haben Sie das eigentlich gesehen, wie die Österreich-Flagge im Wind weht, wenn ich hier fahre? Da sehen Sie mal, was wir für ein Speed drauf haben. Ja? Da können Sie mal sehen, was der Tisch für ein Tempo drauf haben. Das kriegen Sie zu Hause ja gar nicht mit. Für Sie zu Hause sieht es aus, als würde er so 10, 15 Stundenkilometer machen. In Wirklichkeit sind es aber 70 bis 80. Ja. Was ist hier? Geil, oder? Was macht ihr denn hier? Was? Nee, nichts. Hm? Ja. Entschuldigung. Ich war kurz unkonzentriert. Na, da habt ihr euch schnell hingesetzt, oder? Ja. Weil ihr Angst hattet, ich fahre wieder los und ihr, ja. Ne? Ich kenne es ja vom letzten Mal schon, bist ja ständig hin und her. Aber Matthias wollte ich lieber hinsetzen. Ja. Ich habe das deswegen gemacht, weil viele kommen ja hier raus und lassen sich so stundenlang feiern, ja? Obwohl sie noch nichts verbracht haben im Leben. Ja? Stellen sich hier hin und machen erstmal. Bei euch ist das natürlich anders. Ihr habt natürlich schon was geleistet. Aber wir lassen trotzdem nicht feiern. Ja, nein. Und das ist wirklich toll. Der, du warst ja schon mal hier, dich kennen wir ja schon. Der Matthias, du hast zwei hochkarätige Preise gewonnen. Und zwar einmal den Grimme-Preis, gerade kürzlich. Ja, und die Goldene Kamera, auch gerade kürzlich. Genau. Da, ja, 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 stimmt. Ja. Und was ist das? Hast du damit gerechnet, dass es so schnell geht mit 22, zwei so hochkarätige Preise? Ist natürlich, da kann man eigentlich sagen, das war's. Ja. Ja, da kann man sich schon mal ein Haus bauen und einen Baum pflanzen. Nee, wir haben uns ja gesehen. Ich habe damit nicht gerechnet, aber ist auch nett. Hast du Preise schon? Hast du Preise? Keine Preise? Nee. Warum nicht? Du hast gesagt, du sprichst mich darauf nicht an. Was? Bist du traurig, dass du noch keinen Preis hast? Nee. Ich kann auch ohne Alkohol und für Preise glücklich sein. Aber du kriegst mit Sicherheit noch welche. Wenn nicht, ja, vielleicht ja für diesen Film hier. Ist der Film ist jetzt angelaufen, heißt Solo-Album, ja? Läuft seit Donnerstag im Kino, seit letzten Donnerstag? Ja. Mhm. Ist es, kann man damit rechnen, wird es Erfolg? Ja, oder? Definitiv. Ja, definitiv, ja. Wir sind jetzt schon auf Platz 4. Okay, ja. Was heißt, wer ist noch vor euch? Keiner. Jetzt sind wir, mal eine Frage, seid ihr auch privat ein Paar? Wie originell, Stefan. Ja. Das ist gut, dass du es fragst. Nein. Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ihr seid aber, seid ihr so vergeben irgendwie? Ja. Okay, schade. Ja. Nee, was, habt ihr in dem Film auch eine Bettszene oder solche Geschichten machen müssen? Ja. Wie ist das? Normalerweise vielleicht ganz schön, bei uns war es nicht so, war kein Erfolg, ne? Irgendwie. Also Nora hatte an dem Tag eine schwere Bronchitis und ich musste sie halt immer küssen und Nora hat halt vorher, bevor ich sie halt immer küssen musste, ging's halt, lag sie halt da und hat dann immer gemacht. Und dann hat der Regisseur gesagt und bitte und sie dann. Da musst du natürlich. Aber da musst du durchziehen. Ja. Mit Zunge und dem ganzen Apparat? Oder wie? Nein, das ist sagbar. Also, wenn man Zungenkuss vortäuscht, macht man das dann. Dann lässt man die Zunge aber nein, drin, ja, oder? Du machst, kannst, du kannst. Es gibt ja fiese. Also, es gibt auch Kollegen, die spielen dann so. Also. Die siehst du ach so, die, ach so, die, die siehst du aufs Kinn küssen. So. Ach so, selbst die Zunge in die Zunge. Nee, so. Nee, so hier rein küssen. Aufs Kinn. Aber bei uns ging das dann, also bei uns war das so okay, wir haben uns nicht so oft geküsst mehr. Danach auch nicht mehr, gar nicht. Ach so, worüber man sich so körper. Oder? Schon. Aber wenn man sich so. Wie ist das bei so einem jungen Mann, der so, ja, du bist ja jetzt mal gerade in der Phase, wo man auch. Pubertät. Ja, wo die Pubertät so gerade sich dem Ende neigt. Ja, natürlich. Ja, und man sexuell auch sehr erregbar ist. Ist das gefährlich in so einer Szene? Nein, gar nicht. In dem Fall wird das eher so ein bisschen Sport und dann fällt einem halt fast davor der Puller ab. Einfach weil man weiß, so. Ach. Ja.
Ja, du machst das ja 12 Stunden. Du machst das ja wirklich 12 Stunden. Und dann gibt es ja da Kameraperspektiven, wo man dann halt so, und Nora liegt dann so weit unten und man muss dann bei der Kamera. Das siehst du schon, das war in einer anderen Szene schon, aber wir hatten relativen Blümchensex noch miteinander. Da wurde dann geschnitten, als es interessant war. Aber es gibt auch eine 5-Minuten-Sex-Szene in dem Film, die ist da. Aber nicht mit mir, in dem Film? Ja. Ab wann ist der Film? Ab 12. Ab 12? Aha, okay. Da sollte man ja dann schon wissen. Ab 12 Uhr abends oder was? Ja, man weiß ja nicht mehr. Also, gehen Sie in den Film, der heißt Soloalbum, da steht's. Soloalbum mit Nora Tschirner. Falls Sie Nora trotzdem sehen wollen und aber nicht in den Film gehen wollen, können Sie MTV gucken. Falls Sie, man dich trotzdem sehen will, kann man was gucken? Ja. Einen anderen Film. Einen anderen Film. Genau, anderen Film mit ihm, für den er so viele Preise bekommen hat. Was waren das denn für Filme? Das war eigentlich nur die Freunde der Freunde von Dominik Graf mal. Und, ja, okay, aber wir sind hier nicht erwünscht. Ja. Euch wünsche ich viel Erfolg, ja, dass es ein Mörder abräumen wird und ihr nochmal so viele Preise bekommt, wie dass du nochmal so viele Preise bekommst, wie du eh schon hast. Ja? Ja. Und kommt das nächste Mal wieder. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis morgen.